Hallo und herzlich willkommen zum Ajeco-Presse-Talk nach dem Spiel. Vor null Zuschauern aufgrund der Corona-Maßnahmen endete das Spiel der Löwen Frankfurt gegen den EHC Freiburg mit 6:0. Die MVPs des heutigen Spiels wurden wieder präsentiert von Weingut Meine Freiheit. Auf Seiten unserer Gäste ist es Patrick Chevigny geworden, der Torhüter, und bei den Löwen Frankfurt auch Torhüter Bastian Kuzis. Jetzt darf ich beide Trainer bei mir begrüßen, Gästetrainer Robert Hoffmann und natürlich Löwen-Headcoach Bo Schubre. Das erste Wort gehört unseren Gästen. Ja, guten Abend zusammen. Glückwunsch an Bo und an Frankfurt zum Sieg. Ja, fürchterlicher Start von uns. Wir haben, glaube ich, nach 5 Minuten 24 3:0 zurückgelegen. Haben Geschenke verteilt, die nicht sein dürfen und nicht sein können. Ja, und dann wird es schwer gegen so ein Team wie Frankfurt, das absolute Top-Team hier in der Liga, und da wieder zurückzukommen, ist eine schwere Geschichte. Ab dem zweiten Drittel haben wir ein bisschen besser ins Spiel gefunden, hatten auch gute Möglichkeiten gehabt. Dann fällt es 4:0, und das ist dann immer so ein bisschen schon im Hockey ein Ergebnis, wo da musst du viel, viel Glück haben und da muss viel gelingen, um das Spiel am Ende noch drehen zu können. Wir wollten unser Eishockey durchspielen. Das haben wir versucht, haben es bis zum Ende nicht ganz geschafft. Und das ist ärgerlich für heute. Wie gesagt, es hat alles mit einem miesen Start begonnen. Und hinten raus haben dann ein bisschen wahrscheinlich die Kräfte gefehlt. Aber gut, wir werden das morgen aufarbeiten. Wird ein bisschen längeres Videomeeting geben. Werden die Fehler klar ansprechen, die Kleinigkeiten ansprechen. Und dann geht es am Sonntag weiter. Dankeschön. Bo, dein Statement bitte. Yeah, I thought we had a good start to the game, and I think we were able to jump off to a big lead before they could get the buzz legs out, and that was basically it. I thought we were strong without the puck afterwards. We still generated some chances, controlled the puck a lot. First period was great. Like it was said, second wasn't our best, but we were happy the way we played defensively, didn't giving up things, and obviously in the third just closed it off. That was. Solid, strong team effort there, and the guys had fun playing hockey and playing for each other. So just gotta make sure we keep doing that consistently and keep getting better from on here. And it's still games left, and make sure we get the best out of the team we could here and prepare for the run down the road. Ich fasse es kurz zusammen. Ja, das Team hat einen guten Start erwischt. Zum Glück konnte da eine große Führung ausgebaut werden, bevor bei Freiburg die Busbeine vielleicht raus waren. Wie gesagt, im ersten Drittel ist es gut gelaufen. Viele Chancen wurden generiert. Das zweite Drittel war dann nicht das Beste, aber sie sind glücklich, dass das da dann auch in der Defense geklappt hat und niemand aufgegeben hat. Am Ende war es dann auch natürlich im letzten Drittel ein starker Teamerfolg. Die Jungs sind happy, die Coaches sind es auch. Jeder hatte Spaß beim Spielen und hat für den anderen eingestanden. Jetzt gilt es, das fortzuführen, eine Konstanz beizuführen und die letzten Spiele, die noch anstehen, eben auch so abzulegen. Es gibt keine Fragen der Presse am heutigen Abend, also komme ich direkt zu den Endergebnissen und Zwischenergebnissen. Der EC Bad Nauheim gegen den EV Landshut haben die Landshuter mit 3:6 gewonnen. Die Dresdner Eislöwen gegen die Lausitzer Füchse haben 4:3 gespielt. Die Selber Wölfe unterlagen den Bayreuth Tigers mit 0:7. In Ravensburg lief das Spiel noch, da stand es 2:3 gegen den ESV Kaufbeuren. Und die Eispiraten Grimmitschau gegen die Heilbronner Falken haben in der 46. Minute 3:1 geführt. Das nächste Spiel für die Löwen ist schon am Sonntag um 17 Uhr gegen die Heilbronner Falken auswärts. Und das nächste Heimspiel ist gegen die Bayreuth Tigers. Die DEL2 und die Clubs haben sich allerdings auf einen veränderten Spielplan in der Hauptrunde verständigt, da nochmal eine Änderung vorzunehmen. Dazu gibt es allerdings dann auch am Wochenende noch eine Information der DL2 und da bitten wir noch um Geduld. Jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt und allen anderen einen restlichen schönen Abend.